Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der aktuellen Degusta-Box, das ist diese Schätzelein. Und da sie 5 Kilo wiegt, muss ich sie kurz wieder abstellen, weil die ist ganz schön schwer. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Degusta-Box ist eine Foodbox, das heißt, wir haben hier 10 bis 15 Lebensmittelprodukte drin enthalten. Entweder so Basic-Sachen, aber auch so total geile, spezielle, ausgefallene Produkte, wo man so ein bisschen auf eine Geschmacksreise mitgenommen wird. Und ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt und kann deswegen auch wieder in diesem Video eine Box allein von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und ich habe auch einen Code, der ist kryptisch, aber er ist vorhanden. Damit kannst du ungefähr ziemlich genau 6 Euro sparen auf deine erste Box. Also das heißt, normalerweise kostet die 15,99 und mit meinem Code kostet deine erste Box halt 9,99 und hier hängt irgendwo ein Haar rum, ey. Meine Herren, ich bin in der Mauser. Und falls ihr Vogelgezwitscher hört, das Fenster hinter euch ist offen, weil es wirklich warm heute ist, ne? Was sagt er denn? 23 Grad. Und es soll noch wärmer werden, ne? Und dementsprechend muss hier mal so ein bisschen Frischluft reingebracht werden. Degusta-Box habe ich selber schon seit Jahren im Abo gehabt und dann irgendwann ist die Degusta-Box auf mich zugekommen und hat gesagt, Mensch Claudi, wollen wir mal eine Kooperation machen? Ja, und deswegen sitze ich hier und zeige euch jeden Monat dann, was in dieser Box drin enthalten ist. Und krönender Abschluss ist immer zum Ende des Jahres, dass es dann auch noch den Adventskalender gibt. Zweimal im Jahr oder sogar dreimal im Jahr, ich weiß es nicht, gibt es auch noch die Cold Box, das ist so eine limitierte Box, auch total genial. Und ich mache jetzt hier einfach mal den Klebi auf und dann schauen wir mal zusammen rein, was sich hier drin befindet, ne? Es ist immer wieder, also eine der geilsten Boxen, die ich monatlich auspacke, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh Gott, und ich sehe schon das Produkt des Monats und direkt so, oh, krass. Eben fragte mein Freund noch, es ist 6:30 Uhr. Wann wir essen wollen. Ich habe gesagt, ja, so 7, ne? Also nachdem ich jetzt hier die Box ausgepackt habe. Aber wenn ich mir angucke, was hier drin ist, ich hoffe, dass ich gleich noch Hunger habe. Aber ich gehe mal so ein bisschen davon aus. Hier haben wir nämlich immer so diesen Flyer. Da sind die Produkte mit Preisen aufgeführt. Das werde ich euch natürlich auch einblenden und so. Verlinken macht keinen Sinn. Das kriegt ihr meistens im Rewe oder im Edeka. Da gibt es die Produkte eigentlich zu kaufen. Hier haben wir von Maretti Bruschetta Chips. Also quasi, ne? Da so ein Flyer mit drin. Die sind mit Sour Cream und mit Frühlingszwiebeln. Die sind so lecker. Also, boah, kann ich euch voll empfehlen. Mega geil. Mega geil. Kann man so schön nebenbei snacken, ne? Und hier sehe ich jetzt das. Deswegen musste ich gerade so schnell weitergehen, weil Leute... Oh Gott, und darunter ist noch ein geileres Produkt. Oh mein Gott. Okay, krass, ja. My Sweet Table von Dr. Oetker. Das sind Mini-Kugelhupfdinger mit Marzipan. 9 Stück sind hier drin und ich hatte auch schon mal andere hier drin. Und ich mag die einfach gerne, Leute. Die sind jetzt nicht mehr lange haltbar. Ich glaube, die sind generell nicht so Ewigkeiten haltbar. Bis zum 30.06. Aber ich glaube, die werden nicht mal den Tag überleben. Also ich glaube, heute Abend oder morgen werden wir die safe vernichten. Ich halte mich vornehm zurück und werde jetzt nicht naschen. Das sind so ganz kleine, süße Kugelhupfe. Was ist die Mehrzahl von Kugelhupf? Ein Kugelhupf, noch ein Kugelhupf. Oder sind das Kugelhüpfer? Keine Ahnung. Sind auf jeden Fall richtig, richtig geil. Richtig lecker. Ich mag sowas. Und oh, da geht mir das Herz drauf. Also ich finde es geil. Die ersten, also die beiden Produkte waren schon mal richtig geil. Und jetzt ziehe ich hier mal was raus. Da wird vielen, wirklich vielen das Herz aufgehen, wenn sie diese Box bekommen. Weil ich weiß nicht, wer von euch auch so ein Wassermelonen-Fan ist wie ich. Fanna. Das ist ein Eistee mit Wassermelone und ich stehe drauf. Oh. Time to Melanize Limited Edition. 2 Liter Wassermelonengeschmack. Ist das geil oder ist das geil? Habe ich im Laden noch nicht gesehen. Scheint auch wirklich neu zu sein, ne? Also eine LE. Das wird hier sehr schnell vernichtet werden, weil mein Freund sowas auch gerne mag. Huch. 2 Liter einfach mal. Das ist ein Okolyt, ey. Nee, Simi, du machst sowas nicht. Prost, ne? Oh, kennt ihr dieses Eis? Gestern beim Muttertag, da waren wir bei meiner Schwägerin. Da war auch meine Schwiegermama. Und da gab es dieses Wassereis-Melone. Oh. Künstlich, aber geil. Also ich stehe drauf. Ich weiß nicht, wie mein Freund das sehen wird, aber ich mag das. Ne? Das ist wirklich sehr süß. Ich finde es geil. Oh,
Time to melle, nice. Das muss man sich merken, das sage ich euch. Dann habe ich hier etwas, das mein Freund auch gerne mag, so zum, zum Kaffee oder ne, wenn man halt auch Gäste da hat, von Loka. Classic Peanut Butter, das sind solche Waffeldinger. Und da ist halt Peanut Butter dazwischen. Das gibt es ja auch mit Milchcreme und sowas alles. Und die kann man dann so schön dann an den Kaffeetisch legen. Monsieur, glaubst du wirklich, dass hier irgendwas für dich mit dabei ist? Das ist Menschenkram. Das ist eine Menschenbox. Du hast da eben gelegen, du hast gepennt, du hast eben sogar geschnarcht bei einem anderen. Ja, als Frauchen ein anderes Video gedreht hat. Und jetzt sitzt du hier und springst mir fast auf den Schoß. Futterneid, ne? Ich sag euch das. So, dann habe ich hier den Thunfisch, den ich irgendwie schon öfters mal in letzter Zeit in dieser Box drin hatte, oder? Harvester, Thunfisch, Chili, wenig Öl, darf ich aktuell leider nicht. Außer auch vor Pizza, aber Thunfischpizza ist nicht so meine Welt, ne? Das wird sehr wahrscheinlich weiter wandern, weil wir das einfach aktuell nicht essen. 110 Gramm sind hier drin enthalten. Delfin Safe steht hier hinten auch drauf. Das ist alles nicey gepeisy, aber wie gesagt, wir können es halt aktuell nicht essen. Deswegen macht das dann relativ wenig Sinn und irgendwie wirklich stationär, ne? Schon öfters mal gehabt. Ich sitze auf der anderen Seite. Das ist ein Hund, der knackt durch. Oh mein Gott, da ist noch so viel geiles Zeug drin. Hier habe ich eine Flasche Bier drin. Jever Fun alkoholfrei Biermix Blutorange. Das darf ich theoretisch, glaube ich, ne? Weil das ja, oder? Ist es dann, das muss man halt wirklich mal herausfinden. Also manche Sachen darf ich, manche Sachen darf ich nicht. Fassbrause darf ich, aber alkoholfreies Bier weiß ich nicht. Ich würde es wahrscheinlich eher weniger trinken, aber mein Freund wird es wahrscheinlich auch wohl trinken. Einfach um es mal zu probieren. Also wenn ich es so in den Kühlschrank stelle, dann wird das mal ausprobieren. Ja. Weil ansonsten alles, was Alkohol ist, wird bei uns schlecht jetzt, ne? Das brauche ich gar nicht hier zu bunkern. Mein Freund trinkt es eh nicht, weil er es einfach nicht mehr mag. Und ich darf es auch nicht mehr. Also, ja, dann eben nicht. So, ui, was ist das denn? Es ist schwer. Es sieht, oh, da ist ein Bär drauf. Linolada Milchcreme mit Haselnüssen. Was? Das ist ja cool. Sieht aus wie eine helle Nutella, ne? Das ist ja geil. Also eine Haselnusscreme, glutenfrei, ohne Konservierungsstoffe. Sehr interessant. Hatten wir mal irgendwie als Malzaufstrich oder so. Das passt jetzt nicht, also ist nicht ganz so meine Welt. Oh, das kannst du. Schön, ne? Kannst du zu Kuchen essen, zu Pancakes. Du kannst es so löffeln, du kannst es auf dein Brot schmieren. Bin ich sehr gespannt drauf. Und das Bärchen ist süß, ne? Ja. Ne, ist schon cool. Ist einfach auch mal was anderes, ne? Nett. So. Also dieses Mal sind echt sehr, sehr spektakuläre Sachen drin. Echt eine gute Box. Achso, diese Glassachen sind in Luftpolsterfolie eingepackt, die ich auch immer weiterverwende, weil da waren ja nur Lebensmittel drin. Tomi, die natürlich leichte, cremig wie Mayo. Ja, die hätte ich jetzt theoretisch gestern gebraucht, als ich Nudelsalat gemacht habe. 100% natürliche Zutaten mit Freilandeiern, ohne Kükentüten. Das ist auch immer schön, wenn es draufsteht, ne? Und das kannst du auch auf Avocado-Toast und so ein Kram machen. Mhm. Mhm. Ne? Ja, 250 Milliliter. Ja, jetzt aktuell macht man halt viel diese Grillsalat und so ein Kram. Das finde ich gut. Die natürlich leichte. Ja, ist doch auch mal ganz schön. Ich fahre Samstag zum Supermarkt und hole mir sowas. Hätte es in der Box dann irgendwie einen Tag später drin gehabt. Oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Okay, das muss ich mal irgendwo so rausfusseln. Erstmal haben wir hier so einen Seelenwärmer drin. Familiencreme-Pudding. Das ist mehr was für mich, weil mein Freund nicht so gerne diesen aufgekochten Pudding mag. Aber ist nicht schlimm. Hier sind 4 Portionen drin, ne? Gönne ich mir. Grieß ist das auch noch. Wobei, Grieß könnte ich ihn mitkriegen. Mal gucken. Heute mal Familie und Freunde verwöhnen. Mit cremigem Pudding, der ganz einfach gelingt. Da steckt viel Liebe drin. Von Dr. Oetker. Ja, finde ich schön. Der cremige Pudding mal anders. Kirschgrießauflauf. Auch das ist mal ganz interessant. Aber ist wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger. Ne? So musst du es einfach nur im Topf machen. Fertig ist die Laube. Jo. Finde ich gut. Weil ich kaufe mir letzte Zeit öfters mal so fertigen Grießbrei, weil ich da einfach so echt Bock drauf habe. Das hier ist etwas, das wäre was für mich. Aber ich weiß nicht, ob ich das mag. Muss ich probieren. Jogetten Limited Edition ist das hier. Cake Time à la Lemon Cupcake.
Also weiße Schokolade, schwarze Schokolade und Limone. Sehr interessant. Wird ein bisschen frischer schmecken, weil eigentlich mag ich nicht so gerne Schokolade mit Obst oder Schokolade mit so frischen Geschichten, auch mit Minze oder so. Boah, kannst mich mit jagen. Aber vielleicht im Sommer ganz geil, ne? Schauen wir mal. Ich meine, das ist ja auch für den Sommer. Sunrise. Die muss ich vor meinem Freund verstecken, aber gut, das sind 3 Stück. Ne? Da kriegt jeder von uns wahrscheinlich mindestens einen von ab, ne? Weil Sunrise mag der richtig gerne und das gibt es wohl jetzt auch als Riegel Crunchy. Milch und Cerealien, Milk and Cereals mit wertvollen Cerealien. Ja, so sieht das dann aus. Kann man sich dann einfach zwischendurch mal gönnen. Ich weiß, wenn ich die normalerweise in dieser originalen Packung hole, kann ich gar nicht so schnell gucken, wie die nicht mehr vorhanden sind. Das ist echt geil. Also diesen Puffreis, ne, den mag der auch richtig gerne. Doch, schön, dass es mit drin ist. Also wirklich schöne Box, Leute. Ne, habe ich alles? Ja, das war alles. Und das war voll interessant. Also eine schöne Reise, auf die wir genommen worden sind. Man hätte bei dem Thunfisch noch eine andere Sorte mit drin haben können. Und zwar Basilikum. Ansonsten hat man den Inhalt, den ich auch drin habe. Das ist der gleiche. Da hätte es keine Alternativen gegeben. Auch wenn hier von diesem Lino hinten 3 verschiedene Sachen draufstehen. Also in diesem Heftchen steht dann auch nur die Milk-Variante drin, ne, die ich auch gezeigt habe. Ich fand die Box schön. Also ich sage es auch immer wieder, man zahlt 15,99 € dafür und man muss halt wirklich sich auch auf diese Geschmacksreise einlassen. Man muss da Bock drauf haben. Ich bin Fan von sowas, mein Freund auch. Und wir lassen uns halt auch gerne von sowas inspirieren. Und ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn ich so ein Meloneneistee da drin habe oder so. Etwas, was ich halt im Laden so nie sehen würde. Und finde es halt geil. Ne? Also wenn ihr auch Bock auf die Box haben solltet, dann schaut in der Infobox vorbei. Da habe ich euch alles soweit drin verlinkt. Ach so, und weil es die Maibox war, ist es natürlich auch die Box passend zu meiner Geburtstagsparty, ne? Mhm. Am 22. Mai 2022 werde ich 33. Also mehr Schnapszahl geht nicht. Dies Jahr geht aber leider kein Schnaps rein. Ach, sind meine Freunde jetzt, glaube ich, ein bisschen traurig. Aber kriegen wir alle hin. Ist auf jeden Fall ziemlich ulkig. Das ist mir gestern Abend im Bett eingefallen. Auch mal so eine ganz tolle Blitzidee, die ich da mal drin hatte in meinem Brain. Ja, schöne Box. Geile Produkte, ich freue mich und mein Freund wird sich auch freuen. Und wenn ihr euch über dieses Video gefreut habt, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!